bin sonst nicht unbedingt jemand, der an Übersinnliches glaubt, aber diese geballte Energie in der Mannschaft und bei jedem Fan und bei jedem Menschen in Gelsenkirchen, das lag einfach so eine Spannung in der Luft. Ich denke, das hat wirklich dazu beigetragen, weil man war eigentlich mit in Mailand mit der Mannschaft. Ich glaube, so ein Tränchen runtergegangen ist, auch als der Olaf den Pokal hochgeholt hat. Also da war dann auch bei mir alles so, wo ich denke, okay, jetzt ist es klar, jetzt haben wir ihn. Ja? Jetzt haben wir ihn in unseren Händen und das nimmt uns keiner mehr weg. Mittags, dann mit Parkstadion und nachmittags, man hat so lange darauf gewartet, bis die Sonderzüge aus Mailand kamen, bis die Feierlichkeiten im Parkstadion dann anfingen. Da ging es dann nochmal weiter. Das sind Sachen, die als Schalker die vergessen werden. Kommt heute noch Pipi in die Augen.